Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin die Desiree, sollten wir uns noch nicht kennen. Und ich bin eine Plus-Size-Lady, denn ich trage Größe 52, 54. Und in diesem Video möchte ich dir gerne passend zu Halloween ein paar neue Outfit-Inspirationen mit auf den Weg geben. Jetzt hast du vielleicht schon im Titel gesehen, Disney Bounding, Villains, Halloween. Worum geht's denn jetzt hier eigentlich ganz genau? Ich war auf der Suche nach neuen Ideen, wie ich bereits vorhandene Stücke aus meinem Kleiderschrank frisch kombinieren und mit ein paar neuen Teilen gut ergänzen kann. Und im Zuge dessen bin ich auf das Disney Bounding gestoßen. Ich persönlich bin nämlich ein großer Disney-Fan. Ariel ist die Heldin meiner Kindheit. Und das Disney Bounding ist ursprünglich dadurch entstanden, dass man in die Disney Parks nur bis einschließlich 12 Jahren verkleidet kommen darf. Denn ab dem 13. Lebensjahr ist es so, dass eine zu hohe Verwechslungsgefahr besteht mit den speziell ausgebildeten MitarbeiterInnen, die die verschiedensten Charaktere aus dem Disney-Universum in den Parks darstellen, die man da treffen kann, von denen man Autogramme bekommen kann. Und die Disney-Fans, die die Disney-Parks regelmäßig jedoch besucht haben, wollten eine Möglichkeit finden, wie sie trotzdem inspiriert von ihren Lieblingscharakteren Outfits erstellen können, die daran angelehnt sind, die aber trotzdem eben dieser Regelung entsprechen, dass sie nicht verkleidet kommen dürfen. Das heißt, die 5 Outfit-Inspirationen, die ich dir heute gerne mit auf den Weg geben möchte, sind inspiriert von den Disney-Villains, von den Disney-Charakteren, von deren Thema, von deren Farbschema. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Verkleidung im eigentlichen Sinne, denn ich verwende ausschließlich Kleidung aus meiner Alltagsgarderobe, aus meinem alltäglichen Kleiderschrank und kombiniere diese Teile nur so zusammen, dass man mit genauerem Hinsehen diesen Charakter oder diesen Disney-Villain erkennen könnte. Natürlich, weil ich ein großer Disney-Fan bin, werde ich auch noch ein paar kleine Accessoires mit hinzunehmen, um das Ganze noch mehr in dieses Disney-Thema zu transferieren. Aber ihr persönlich könnt für euch entscheiden, wie thematisch oder wie tief ihr da ins Thema einsteigen möchtet. Das heißt, zusammengefasst geht es mir mit dem heutigen Video nicht darum, dass ihr jetzt einzelne Teile, die ich euch in diesem Video vorstellen werde, so direkt nachkauft, sondern eher darum, dass ihr die Kleidung und Accessoires und den Schmuck, den ihr bereits zu Hause habt, mal mit einer anderen Brille betrachtet. Und zwar durch dieses Disney-Bounding-Thema vielleicht ganz neue Ideen bekommt, eure Kleidung miteinander zu kombinieren, anhand eben eines Charakters oder eines Themas, eines Farbschemas, eines Disney-Films, den ihr zum Beispiel gerne mögt. Und jetzt würde ich sagen, haben wir genug geredet und wir beginnen mal mit Outfit Nummer 1. Das erste Outfit, das ich euch gerne zeigen möchte, ist an Maleficent orientiert. Es ist ein sehr, sehr dunkles Outfit, hauptsächlich in Schwarz gehalten, bis auf die lilafarbene Strumpfhose, die sich unter dem Rock, den ich trage, verbirgt und versteckt. Es ist auf jeden Fall ein Outfit, das ich so als Wohlfühl-Outfit in meinem Alltag, in meiner Freizeit tragen würde. Ich trage generell schwarz und schwarze Accessoires super gerne. Das macht schlank, das macht eine tolle Figur, das sieht immer edel aus, passt zu allem. Und ich habe dazu, wie ich schon sagte, einen Rock kombiniert. Der hat auch Taschen, das finde ich ziemlich praktisch. Ich trage so ein Spitzenoberteil, das meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös ist und ein bisschen sexy. Ich habe dazu passende Spitzen-Ohrringe, nenne ich sie jetzt mal. Und auch diesen Loungefly-Rucksack mit Maleficent. Das ist, glaube ich, auch das Teil, was das Thema am offensichtlichsten zeigt. Ich habe dazu jetzt noch ein paar lilane Mickey-Maus-Ohren kombiniert. Für den Alltag ist das natürlich so nichts. Aber zu Halloween kann man das auf jeden Fall tragen. Oder wenn man zum Beispiel eben in einem der Disney-Parks unterwegs ist. Ich finde, insgesamt ist das auf jeden Fall ein tragbares, sehr, sehr unauffälliges Outfit, das so und auch leicht abgewandelt zuhauf in meinem normalen alltäglichen Kleiderschrank zu finden ist.
Bei dem zweiten Outfit habe ich mich von Stitch inspirieren lassen. Stitch ist zwar jetzt in dem Sinne kein Villain, aber am Anfang des Films, wenn ihr den kennt, ist er auf jeden Fall böse und wurde auf die Erde geschickt, um alles zu zerstören. Und als er dann seine Familie gefunden hat, wurde er dann lieb. Ich trage hier bei diesem Outfit einfach einen blauen Faltenrock, wieder so eine Spitzenbluse, die ihr auch eben schon in dem Video gesehen habt, diesmal allerdings nur in weiß. Dazu trage ich eine Strickjacke, ebenfalls in blau, mit einigen schwarzen Perlchen als Applikation an den Armen. Und wenn es dann etwas kälter sein sollte, dann kann man darüber noch diese Jeansjacke kombinieren, die ich bei Shop Disney bestellt habe online. Da ist hinten ein sehr, sehr schöner Patch drauf, der Stitch zeigt mit einem netten Spruch. Und ich habe eine kleine Stitch-Handtasche dazu kombiniert mit ganz, ganz viel Glitzer. Ihr wisst, ich stehe auf Glitzer, ich liebe Glitzer. Und wenn man das Outfit dann noch ein bisschen mehr in die Disney-Richtung transferieren möchte, kann man dazu zum Beispiel diese hellblauen Minnie-Maus-Öhrchen wieder tragen. Ich werde übrigens oft unter meinen Outfit-Videos gefragt, welche Schuhe ich denn zu den Outfits kombiniere. Also ich bin da meistens sehr unkreativ und verwende hauptsächlich schwarz-weiße Vans oder eben schwarze, unauffällige Schuhe. Ich habe nicht so viele Schuhe, wie man vielleicht vermuten würde, deswegen zeige ich die auch meistens nicht in meinen Outfits und da könnt ihr einfach nehmen, was zum Outfit passt und was ihr schon zu Hause habt. Das dritte Outfit wird dann schon so ein bisschen thematischer, ne, in Richtung Halloween. Und zwar habe ich mich da inspirieren lassen von Jack Skellington und The Nightmare Before Christmas. Ich trage hier eine Strumpfhose, auf der man ja Knochen von Beinen erkennen kann. Dazu trage ich so einen ganz normalen, schlichten schwarzen Rock. Und habe obenrum nochmal so einen Pullover an, wo man dann auch wieder den Brustkorb erkennen kann als Knochen und auch die Arme. Der Rucksack und die Öhrchen sind natürlich von Disney und von The Nightmare Before Christmas, sind kein Muss, sind aber auf jeden Fall für dieses Outfit eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Und besonders süß finde ich eben auch diese irisierenden, durchsichtigen Geisterohrringe. Die habt ihr in einem meiner letzten Videos schon gesehen und fandet die auch ganz, ganz süß. Ich habe da so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen und die scheinen euch sehr gut gefallen zu haben. Alle Produkte, die es aktuell noch zu kaufen gibt, falls ihr dann doch etwas gerne nachkaufen möchtet, verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und ich finde das Outfit einfach richtig, richtig cool. Ich glaube, wenn ich da heute Abend so auf die Straße gehen würde, wäre ich auf jeden Fall passend zum Thema angezogen. Und das letzte Outfit ist, glaube ich, das thematischste und das auffälligste, was ich euch heute hier zeigen möchte. Und zwar habe ich mich da von der Herzkönigin von Alice im Wunderland inspirieren lassen. Ich trage hier einen roten Rock und ein schwarzes T-Shirt mit einem Druck. Ich glaube, Akumo heißt der niederländische Shop, wo ich dieses T-Shirt bestellt habe. Darüber habe ich einen Cardigan an, den man vorne in der Taille binden kann mit einer kleinen Schwalbe. Dazu trage ich eine Tasche, die ja, aussieht wie eine Uhr. Die habe ich bei EMP gekauft. Die gehört auch zum Alice in Wonderland Merch. Dazu habe ich auch noch passende Ohrringe, die auch nochmal dieses Uhrenthema aufgreifen und auch die Spielkarten. Ja, mit ganz normalen Spielkarten habe ich auch meinen Kopfschmuck selber gebastelt. Diese Tasse, die habe ich eben aus Spielkarten gebastelt und auf einen Haarreifen geklebt. Ich habe das anhand von einem YouTube-Tutorial von einer anderen YouTuberin hergestellt. Das verlinke ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox. Falls ihr Lust bekommen habt, jetzt vielleicht auch für Karneval oder so, diesen Haarreif einmal nachzubasteln. Falls es dann etwas kälter werden sollte, habe ich dann jetzt auch noch mit dem gleichen Print von dem T-Shirt
diese Zipperjacke auf dem Rücken, ne, sieht man dieses, ja, diesen Print nochmal in groß. Das ist natürlich auf jeden Fall gruselig, passt jetzt eher zum Herbst, Winter und zu Halloween, aber kann man natürlich theoretisch, wenn man das möchte, auch das ganze Jahr übertragen. Ja, und das waren sie jetzt, meine Halloween-Disney-Bounding-Villains-Inspirations-Outfits. Was ein langer Satz. Ja, ich hatte einfach mal Lust, was Neues auszuprobieren und nicht nur diese Standard-Outfits-Videos für euch zu drehen. Gebt mir gerne mal eine Rückmeldung in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Und ob ihr vielleicht Lust habt auf weitere Videos dieser Art. Ich finde aber auf jeden Fall, dass diese Idee des Disney-Boundings eine tolle Möglichkeit ist, um eben neue Kombinationen für seine Kleidung zu finden und vielleicht witzige kleine Accessoires zur Ergänzung auch dazu zu haben. Und ja, habe auf jeden Fall Lust, weitere Videos dieser Art zu drehen und habe da auch schon einige Inspirationen. Das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, welches eure liebste Disney-Prinzessin zum Beispiel ist. Und dann kann ich in Zukunft vielleicht auch mal ein Disney-Bounding-Video als Inspiration mit diesen Prinzessinnen für euch drehen. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und für eure Zeit. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann einfach in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao, macht's gut!